Was für ein Fight. Der DSV gewinnt 2:1 gegen Kreisdorf. Dario, wie verdient ist der Heimsieg und wie froh bist du, dass du endlich wieder getroffen hast? Ja, ich glaube, sehr verdient aufgrund der ganzen 90 Minuten. Die Burschen haben sich super reingehauen. Nach dem frühen Rückstand haben wir nicht aufgegeben, wir haben gleich weitergemacht. Wir haben Gas gegeben, alles reingehauen und ich glaube, wir sind verdient als Sieger vom Platz gegangen. Ja, mich persönlich freut es natürlich sehr, dass ich wieder angeschrieben habe. Es war jetzt eine Zeit her, dass ich das letzte Mal getroffen habe, aber es ist wurscht, wer die Tore schießt. Hauptsache, wir haben die 3 Punkte. Ich bin nur ein bisschen geschockt, dass der Pipo heute getroffen hat. Aber ja, wie gesagt, es ist egal, wer die Tore macht. Hauptsache, die 3 Punkte sind bei uns. Danke. Pipo, der geheime Matchwinner mit Turban, ein Tor und eine Vorlage. Ja, das freut mich natürlich, dass ich heute der Mannschaft helfen habe können. Mit einem Tor ist eigentlich eher Wahnsinn, dass ich einmal triff. Aber ist eigentlich egal, wer die Tore schießt. Wichtig ist, dass wir heute vor eigenem Publikum und Tabellenführer geschlagen haben und somit jetzt bei Ihnen vorbeizogen sein. Das war unser großes Ziel und ist natürlich schön, dass uns das gelungen ist. Und jetzt heißt es den Platz an der Sonne nicht mehr hergeben. Genau so ist es. Natürlich ist es unser Ziel, so lange wie möglich dort oben zu bleiben, bis zum Schluss, wenn es geht. Und dafür werden wir natürlich tagtäglich hart arbeiten und ich hoffe, dass wir zum Schluss auch dafür belohnt werden. Weiter fighten, danke. Danke. Die Tabellenführung ist zurück. Keine Partie für schwache Nerven. Philipp, deine Analyse? Ja, du hast das gesagt, war sicher keine Partie für schwache Nerven. Und wir gehen in die Partie hinein, haben uns sehr viel vorgenommen. Wollten natürlich von unserem Heimpublikum vor einer tollen Kulisse heute wegstarten wie die Feuerwehr. Auf einmal steht es 1-0 für Gleisdorf. Sind uns natürlich vorgekommen, als ob wir im falschen Film sind. Aber was die Mannschaft dann gemacht hat, zeigt ihren wahren Charakter und ihre Mentalität. Und muss man auch sagen, das zieht sich durch die ganze Saison schon mit so vielen Rückschlägen, wie wir auch umgehen müssen in den einzelnen Spielen, wo wir nicht immer bevorzugt werden. Die Mannschaft steht immer wieder auf und ist da und ist von der Mentalität her Wahnsinn und hat dann auch folgerichtig das 1-1 geschossen, wo der Siegel Philipp das sehr, sehr gut gemacht hat nach einer Standardsituation. Und dann in der zweiten Halbzeit war es offener Schlagabtausch, wo wir nicht viel zugelassen haben. Gleisdorf aber immer sehr, sehr gefährlich war und mit einem unglaublichen Zielspieler, mit einem Gräfischer David, der die Bälle immer wieder, die langen Bälle von Gleisdorf immer wieder verlängert hat, aber dann wissen wir, in den engen Spielen setzt sie die Qualität durch und die Qualität hat heute der Dario wieder gezeigt. Und jetzt, wie geht's weiter? Ja, der Uwe hat mich ein bisschen überrumpelt, er hat vor dem Match ausgegeben, dass das morgige Training beim Sieg abgeblasen wird. Das zu unserem Wort stehen wir natürlich, das heißt, wir treffen uns am Montag wieder, werden das Ganze analysieren, aufarbeiten und dann geht Schlag auf Schlag weiter ins nächste Derby gegen Allerheiligen unten, was natürlich auch keine einfache Aufgabe für uns werden wird. Danke.